Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen Barbecue. Heute unterhalten wir uns darüber, was man braucht, um das perfekte Steak zu grillen. Und ihr werdet sehen, das ist total easy. Viel Spaß dabei. Die meisten Leute trauen sich ja nicht ran an so ein Steak und denken, man kriegt da versauen. Dabei muss man bloß ein paar ganz einfache Regeln beachten. Und um die solltet heute gehen und die werden wir am Ende sehen, das wird total easy, total lecker. Und ihr braucht euch ja nicht mitschreiben. Einfach bloß aufpassen, verstehen, worum es geht und dann kriegt ihr den garantiert hin. Wir haben auch keine 20-Punkte-Liste, die man irgendwie abarbeiten muss, sondern einfach nur der gesunde Menschenverstand, der mir und euch dabei hilft, ordentlich das Steak zu grillen. Und der allerwichtigste Punkt von allen, und den muss man wirklich beherzigen, ist, packt ein ordentliches Steak auf den Grill, dann kriegt ihr auch ein ordentliches Steak runter. Weil die meisten Fehler, die die Leute machen, ist, die rennen irgendwo zum Discounter, nehmen das billigste Steak, was sie irgendwo finden, schmeißen auf den Grill, haben sich 1000 Videos angesehen, vernetzen das mit 1000 Kabeln und Thermometern und lassen ruhen und machen und tun und wundern sich, warum sie irgendwo ein blödes Steak runterkriegen. Und das einzige Problem ist, die haben ein blödes Steak aufgepackt. Deshalb macht es wirklich Sinn zu gucken, dass man ordentlich ein Steak bekommt. Also entweder beim Metzger deines Vertrauens oder vielleicht auch bei Beef Bandits. Das habe ich nicht meins gerade her. So was Wunderschönes. Und da ist ein schöner Indikator, ist immer, also A, die Farbe, schönes Rot hattet eine schöne Marmorierung. Und was ist das für ein Steak? Also ich sag mal so ein Hüftsteak oder sowas, was wir hier haben, ein Porterhouse-Steak mit einem schönen Filetanteil ist super, mit einem Roastbeef dabei, man kann auch Roastbeef und Entrecot, sind schöne Anfängersteaks, an denen man sich vergehen kann. Dann sollten die Steaks ordentlich gereift sein, sollten also eine ordentliche Herkunft haben. Wie gesagt, bei Beef Bandits, wenn ihr da bestellt, nutzt den Code Klaus oder Klaus 10, spart dann nochmal 10% auf das Fleisch und dann sieht man, wenn man es aufgetaut hat oder wenn man es dann vom Metzger bekommt, wenn man hier reindrückt und da was drin drückt, siehst du hier so eine Messerspitze. Dann bleibt er noch drin und dann ist es auch schön abgereift, dann hat es eine tolle Qualität. Und das ist es, worauf es am allermeisten ankommt. Der Rest, was ich euch beim Grillen gleich zeige, den könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich zeige euch meine Lieblingsmethode. Dazu brauchen wir im Prinzip ein bisschen Grillpfeffer für nachher zum Essen, ein bisschen Trennspray, um den Rost einzufetten, eine Grillzange, dann ganz wichtig ein Einstechthermometer. Weil all diese Tipps mit dem Reindrücken hier von dem Fleisch oder so, um dann zu gucken, wie weit ist der Garpunkt, ne? Wo irgendwelche Leute dann sagen so, ja, hier ist dann so Medium, hier ist irgendwo perfekt und hier ist richtig ist, ja Quatsch, ne? Weil wenn du Gina Lisa heißt, hast du hier ein Problem, wenn du Pinocchio heißt, hast du da ein Problem, also jeder menschliche Körper ist anders, so soll diese Ballenmethode hier. Wenn ich jetzt hier drücke an den Händen, ja, kann man machen, aber meine Frau, der drückt bei ihrem Ballen, der fühlt sich anders an als meiner. Also das ist alles schön und in Ordnung. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich sehe dem Fleisch an, wie weit das ist. Jetzt sind Profiköche. Hört nicht auf die, weil ihr seid kein Profikoch. Das müsst ihr euch von denen nicht erzählen lassen. Viele Grüße an die Profiköche an der Stelle. Ihr macht das toll. Aber die Tipps sind für Leute, die zu Hause hin und wieder mal ein Steak grillen, nicht sehr zielführend. Deshalb, also Steak ist hier, Zubehör ist da und da ist der Grill. Die gucken wir uns auch gleich an. Und eins, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein scharfes Messer und ein Brett. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Grill. Und da ist jetzt das Pups egal, ob es ein Holzkohlegrill ist oder ein Gasgrill. Wichtig ist, der soll ordentlich Schub haben. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also am besten die Hand überhalten, so hier 1, 2 und dann, wenn es dann zu heiß wird, dann ziehst du es weg. Das ist jetzt beim Bräuking, egal welches Modell, halbe Kraft, perfekt. Wenn du jetzt einen anderen Gasgrill hast, musst du mal gucken. Manchmal sind die hinten ein bisschen heißer, vorne ein bisschen kälter. Dann hinten auf der heißen Zone grillen. Wenn du jetzt eine Hochtemperaturzone hast, dann kannst du das auch darauf machen. Da ist die Technik, die ich euch zeige, auch sehr gut. Und hier oben haben wir einen Ablagerost. Den brauchen wir bei meiner Technik nicht, weil wir wirklich ernsthafte Grillen betreiben und nicht diesen Schongarn mit da oben. Das ist auch geil, ja. Aber wir machen jetzt so das, was ihr zu Hause und was ich auch immer ganz gerne mache, wo ihr euch am wenigsten Kopf drum machen müsst. So, als erstes ein bisschen Fett auf dem Rost. Da soll man die Brenner unten immer ausmachen, aber mir macht das hier Spaß. So schön eingefettete Stelle und dann direkt gleich unser Steak drauflegen und dann siehst du, sind wir richtig beim Grillen. Ne? So muss es aussehen. Rauch, Feuer, Flamme. Wir haben unser Fleisch ja nicht vorher gewürzt. Das sind alle Dinge mit dem Salzen, die kann man vorher machen, aber ich persönlich halte da nicht viel von. Macht der Fleischruf, sei glücklich. Und jetzt zieht es hier schon gleich an. Und wenn es anzieht, gehen wir gleich das erste Mal um. Und das ist, was wir jetzt die ganze Zeit machen werden. Wir werden jetzt erstmal so 5 bis 7 Minuten unser Fleisch wie die Bescheuerten hin und her drehen. Und es gibt ja diese alten Regeln, dass man das nicht machen soll, so ein Fleisch soll man es einmal drehen. Das stimmt nur in einem Fall, und zwar beim Thüringer Rostbrät. Das ist aber ein flach geklopfter Schweinenacken. Dem tut es wirklich gut, wenn man den von einer Seite richtig anknallt. Rindersteaks, so was wir jetzt hier machen, oder Kalbsteaks, für die ist die Variante, die wir machen, tatsächlich am besten.
Und dann ist auch schon wieder der Punkt, wo wir wieder drehen können. Und so schubst du mal den hin und her. Und jetzt wird aus den einzelnen Streifen im Laufe des Hin- und Herdrehens wird eine Vollfläche Branding. Und gleichzeitig zieht schön die Energie ins Fleisch rein, ohne dass wir Drama haben, dass es auf einer Seite übergart. Jetzt drehen wir mal hier wieder. Du siehst, jetzt werden die Streifen mehr. Und am Ende sind wirklich komplett braun unser Steak. Und so sollte es auch sein. Und so sieht die Steak normalerweise aus, wenn man so oben zum Nachgaren hinzieht. Aber wir haben jetzt einen relativ dünnen Steak. Und diese zwei Fingerbreite ist gerade für den Anfänger super zu grillen. Wenn man diese etwas dickeren Steaks hat, dann muss man die schon oben nachziehen lassen. Dann funktioniert die Flip-Flip-Flip-Technik nicht. Aber ich sag mal, unter uns im Normalfall sind Steaks ja auch so. Die Frage ist immer, Deckel oben oder Deckel unten. Das hängt jetzt ein bisschen vom Grill ab. Also der Bräuli, der hält die Temperatur unten drin sehr, sehr gut. Es gibt auch Gasgrills, die einen starken Kamineffekt haben. Bei denen solltest du immer den Deckel zumachen. Also gerade bei Weber und Napoleon ist es immer schöner, den Deckel zuzuhaben und dann immer zu drehen. Beim Bräuli muss man das jetzt nicht machen. Soll jetzt kein Markenbashing sein, sondern nur so ein bisschen Erfahrung. So ein Thema, sollte man auf so einem Steak rumdrücken, ja oder nein? Und auch da gilt, das kannst du machen, wie du willst. Wenn du jetzt ein Steak hast, was sich stark verformt, wo du praktisch kein Branding hinkriegst, dann kannst du auch darauf rumdrücken. Das ist aber für das Ergebnis vom Steak am Ende pups egal. Also du wirst da keinen Saft schaffen rauszudrücken. Auch wenn man den mit der Nadel einstichen, kommt da nicht so signifikant viel Saft raus, dass er tatsächlich irgendeinen Unterschied macht. Kann ich da eine Gabel nehmen, um es zu wenden? Wenn du die Gabel nehmen willst zum Wenden, dann nimmst du sie halt. Sieht zwar immer ein bisschen unsportlich aus, aber auch da ist der Flüssigkeitsverlust. Ja, denk bei Ring, ein paar Tropfen kommen da immer raus, aber das ist nicht das, was die Schlacht am Ende entscheidet. Auch vorneweg diese Storys, du musst das Steak erstmal irgendwie eine Stunde draußen liegen lassen. Das kannst du auch machen, dann kommst du halt schneller zum Ziel, weil von innen dann schon mal 10, 12 Grad hat. Hast natürlich den Nachteil, dass du außen in dem Moment eine höhere Keimbelastung hast. Aber das sind Dinge, die wirklich nicht entscheidend sind, die kann man machen. Man kann auch das Steak tiefgefroren drin, das geht auch. Dauert halt dann entsprechend länger, aber auch so ja, das würde funktionieren. Deshalb sind diese Sachen, man muss das Steak jetzt ewig draußen liegen lassen, alles Quatsch. Habt ihr gerade gesehen mit dem leichten Ruff vorne mit den Flammen? Das ist ganz wichtig für die Show. So, jetzt sind so 4 Minuten um und jetzt stechen wir mal hier rein, gucken wir, wo wir bei Temperatur sind. Wir sind bei 25, 26 Grad, also da ist tatsächlich noch einige Zeit zum Wenden. Und von jetzt an, also wo die Kruste schön wird, ist immer der Moment, wo ich so einfach so alle 2 Minuten mal reinsteche und gucken, wie wir uns der Temperatur von, ich mag 56 Grad, andere mögen 52 Grad, dann wird es bei 52 Grad ist ein bisschen mehr Englisch, bei 56 Grad schon Medium und über 60 Grad wird es dann schon sehr durch. Da kann man sich der Sache nähern. Und grundsätzlich kann man aber auch sagen, dass ein Muted Steak in jedem Gargrad schmeckt. Also es ist nicht der Gargrad, der so 100% entscheidend ist, der ist nur für den eigenen Gaumen entscheidend, was man so am liebsten mag. Aber wenn eure Gäste ganz gerne ein Steak durchmögen, dann ratet es über 60 und kostet es mal. Wir werden feststellen, ist auch nicht schlecht, auch wenn ihr selber eher Englisch mögt. Aber auch das ist nur eine Gusto-Frage, also wie ihr persönlich mögt. Und so drehst du einfach den Steak so lange, wie du möchtest, bis du sagst, Kerntemperatur passt für mich. Jetzt haben wir schon 45 Grad drin, also jetzt sieht's dann sehr, sehr schnell. Dann also nicht mehr die 2 Minuten nehmen, sondern so alle Minute mal gucken. Da braucht man dann doch, trotz aller Tipps, ein bisschen Timing. Ist so. Dann sind wir bei knappe 50 Grad. Und wir mögen ganz gerne, wenn es innen noch ordentlich Englisch ist. Deshalb nehmen wir ein Stück weiter vorher runter. Wie gesagt, wenn ihr das mehr durch wollt, dann lasst ihr einfach noch ein paar Minuten mehr drauf. Das kann jeder machen, wie er will. Und dann legen wir das einfach mal kurz zur Seite. Dann legen wir das mal hier hin aufs Brett und lassen einfach mal 3-4 Minuten nochmal das Fleisch liegen. Und dann kommen meistens diese großen Ammärchen ins Spiel, wie der Fleischschaft hat sich in die Mitte vor Angst zurückgezogen oder das Fleisch muss sich entspannen. Dann muss ich sagen, das Fleisch ist mausetot. Das hat keinen Stress, das muss sich nicht entspannen. Aber wir haben ein bisschen physikalische Effekte. Wir haben nämlich diesen Fleischschaft drin und der hat die Angewohnheit, wenn er wärmer als um die 45 Grad wird, dann wird er flüssig. Und wenn er kälter als 45 Grad ist, dann fängt er an zu gelieren.
deshalb, wenn es jetzt ein bisschen abkühlt, dann bleibt der Fleischsaft eher drin und beim Raufbeißen tritt er erst im Mund auf und wenn er heißer ist, dann läuft er schon auf dem Brett hin und her. Deshalb kann man den da auch mal so ein bisschen stehen, ein bisschen liegen lassen. Dann mache ich schon ein bisschen Grillpfeffer aufs Brett. Also manche würzen über das Fleisch. Ich finde, jeder kann sich hier selber raussuchen. Aber auch das ist die Geschmacksfrage. Und jetzt schneiden wir einfach mal hier unser Roastbeef hier raus. Das ist zwar eine Sache, die man jetzt beim T-Bone Steak oder beim Porterhouse Steak macht, wie wir das jetzt hier haben, und das Filet rauslösen. Bei einem normalen Steak hast du das nicht. Und das ist noch richtig schön, das ist richtig englisch. So. Und dann können wir hier mal ein paar Tranchen runterschneiden. Wisst ihr? Herrlich. Die Katze rastet auch schon aus. Die ganze Seite. Da fällt sie toll aus, ne? Ja. Fällt fast auseinander. Das liegt jetzt nicht am Grill, sondern an der Fleischqualität. Weil es übrigens die Red and White Ware von Beef Bandit. Das ist ja eine richtig schöne englische Tranche. Wenn ihr das gerne normal, wenn ihr das ein bisschen weiter durchhaben wollt, dann dreht ihr einfach ziemlich 2 Minuten länger das Fleisch. Aber ich mache das ja auch für mich und für uns und vor allem für meine Frau. Ne? Ja. Die schimpft mit mir, wenn ich jetzt. Ja. Ja, okay, und das wollen wir nicht, wollt ihr nicht. Wenn euch das auch so gefällt, dann könnt ihr mit Hashtag die Frau hat recht runterschreiben. Und wenn er das ein bisschen mehr durch wollt, dann sagt er Hashtag mehr durch. Keine Ahnung. Also schreibt was runter, wisst wohlwollende Kommentare. Sind sehr förderlich dem Algorithmus und diesem Kanal. Also auf euch. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man beim Essen dann sagt, rinn in die hohle Birne. Also. Filetnaschig auch weg. Also. Ein schöner Grillen, hat Flamme abbekommen. Butterzartes Fleisch, das entscheidet sich. Das ist die Wahrheit, die ihr wirklich mitnehmen müsst. Den Rest könnt ihr von dem Video meinetwegen vergessen. Sondern die Wahrheit entscheidet sich schon bei dem, was ich in den Einkaufswagen packe und nicht auf den Grill. Also klar kriegt man so ein jüdisches Steak auch irgendwie versaut. Da muss man sich aber echt schon dämlich anstellen. Andersrum ist es weder mir noch irgendeinem Grillmeister möglich, ein wirklich zerriertes Stück Fleisch mit normalen klassischen Grillen zart zu bekommen. Da muss man schmoren, aber das ist man schon nicht mehr im Steakbereich. Also, mich würde freuen, wenn ihr eure Grills auspackt, euch ein schönes Stück Fleisch holt, euch Jagd in den Kopf macht, das Fleisch über den Grill schubst von rechts nach links und bis ihr das macht, einen wohlwollenden Kommentar da lassen, ein Abo vielleicht, Daumen nach oben. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, vielleicht am Ende dieses Videos noch ein zweites Video gucken. Auch da freue ich mich immer drüber. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Macht's gut. Das Schöne ist, wenn ich hier mal so esse hier vorne, dann greift mir keiner dazwischen. Dann so lange rede, kann ich hier so viel essen, wie ich will. Und danach kommt die ganze hungrige Meute und muss ich teilen. Arr! Weg, weg! Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.